Bei meinen Reagenzgläsern, Hilfe! Die Weihnachtsgeschenkbanditen haben mit meiner Zeitmaschine einen T-Rex gestohlen. Wir sind nicht mehr die Weihnachtsgeschenkbanditen. Wir sind jetzt die Dino-Banditen. Muffel! Muffel in ein Polizeiauto! Jetzt bist du nicht mehr so hart, was? Jetzt ist es unsere Stadt. Na Jungs, willkommen zurück in meiner Stadt. Schau, Morphe, der T-Rex ist am Knie verletzt. Morphe, Morphe in einen Krankenwagen. In einen großen Dino-Krankenwagen. Ich glaube nicht, dass das groß genug ist. Morphe! Morphe in einen Kran! Tschüssi! Tschüss, T-Rex! Wow! Triceratops-Babys! Babys! Ja, ich hab die Eier mit meiner Zeitmaschine gefunden. Sie lagen da einfach, in der Vergangenheit. Ohne Eltern, die sich um sie kümmerten. Morphe! Morph in einen Triceratops! Dinosaurier sind längst ausgestorben. Aber mit dieser speziellen Zeitmaschine können wir Dinosaurier von vor Millionen von Jahren finden. Und sie einfach in unsere Zeit setzen, damit wir sie studieren können. Aber den hier brauchen wir jetzt nicht. Schicken wir ihn heim. Oh nein! Onkel Rashid! Oh nein! Mila, benutz die Zeitmaschine und schick mich zurück in unsere Zeit. Ich versuch's. Ja, toll. Jetzt zappe mich. Oh nein! Versuch's nochmal! Oh nein! Er hat die
Zeitmaschine zerstört. Jetzt können wir die Dinosaurier nicht in ihre Zeit zurückschicken. Mila, du und Morphle müsst meine Freundin finden. Professor Zong, sie ist auch Wissenschaftler. Sie kann die Zeitmaschine reparieren. Okay. Vorsicht, Morphle, das ist ein T-Rex. T-Rex, keine Babys essen. Los, Morphle, wir müssen Professor Zong finden. Morphle, hier entlang. Die Dinosaurier laufen durch die ganze Stadt. Vorsicht, Morphle, der T-Rex. T-Rex, keine Babys essen. Zeitmaschine zu reparieren. Wir müssen den T-Rex in seine Zeit zappen. Oh nein! Der T-Rex ist fast hier! Okay, alles repariert. Schnell, Morphle, zappe ihn! Zeitmaschine geht wieder. Schicken wir die anderen Saurier auch zurück. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Mila und Morphle. Ich habe mit Professor Zong gesprochen. Und vielleicht ist es besser, die Triceratops-Babys auch zurückzuschicken. Aber du sagtest doch, die Eier haben keine Mami und keinen Papi, der sie beschützt. Ja, aber... Morphle-Babys nicht zurückschicken. Wir können sie nicht behalten, Morphle. Mami und Papi erlauben mir nur ein Haustier. Und ich habe doch schon dich. Keine Sorge, Morphle. Wir finden ein gutes Zuhause für sie. Genommen.
Lass uns gehen, Muffin. Oh nein, ich komme zu spät zur offiziellen Bürgermeisterwahl. Muffy, Muffy in ein Auto. Oh, danke, Mila und Muffel. Mit diesem Zapper, den wir von Professor Rashid gestohlen haben, können wir einfach jeden in Tiefschlaf versetzen. Und während der Bürgermeister schläft, kann uns niemand davon abhalten, die Wahl zu gewinnen. Oh nein! Was jetzt tun? Ich habe eine Idee. Diese offizielle Kette geht an den nächsten Bürgermeister. Und wie jedes Jahr ist der einzige Kandidat der Bürgermeister. Aber wo ist er? Wir sind die neuen Bürgermeister. Die Bürgerbanditen? Verstanden, Stein? Mit uns als Bürgermeister gibt es kostenlose Computerspiele für alle. Ich bin es, der Bürgermeister. Wenn ich der Bürgermeister werde, verspreche ich, bekommt jeder Eiscreme. Kampagne ist toll, Herr Bürgermeister. Saubere Strände ist genau das, was diese Stadt braucht. Hä? Was ist das? Wir werden die Strände richtig sauber machen. Ups. Ups. Du musst ihnen helfen, ich meine, Herr Bürgermeister. Ich helfe euch. Mal sehen, was das Ding kann. Oh nein! Wow, das war großartig, Bürgermeister. Wow, der Bürgermeister pflanzt Bäume. Das ist, was die Leute wirklich wollen. Wir schneiden die neuen Bäume wieder ab. Ja, mit dieser großen Heckenschere. Bürgermeister, Sie müssen sie aufhalten. Wow, Sie haben uns schon wieder gerettet. Und die Wahl ist heute Nachmittag. Der Gewinner der Wahl und der neue Bürgermeister ist der Bürgermeister. Yay! Wie wär's mit einer Gute-Nacht-Geschichte zum Einschlafen? Ja, eine Geschichte! Es war einmal ein kleines Mädchen namens Rotkäppchen. Sollte es nicht Blaukäppchen heißen? Sicher, okay.
Also, Blaukäppchen ging durch den Wald, um seiner kranken Großmutter einen Korb mit Essen zu bringen. Ganz allein? Das ist nicht schön. Okay, sie hat einen Freund dabei. Yay! Als sie durch den Wald gingen... Gingen? Morphe? Morphin einen Monster Truck. Der ist viel schneller. Was? Warte, wo ist der Wolf? Wohin gehst du denn, kleines Mädchen? Tut mir leid, wir haben's eilig. Großmutter! Ah, sie erreichen Großmutters Haus. Das was? Großmutter sollte in einem Wolkenkratzer leben. Und ein riesiger Drache soll auf sie aufpassen. Wow! Okay, aber der Wolf ist auch da und er... wird von einem UFO getroffen. Alles okay, Mr. Alien? Ja, doch schon. Aber mein Schiff ist jetzt kaputt. Jetzt kann ich nicht mehr nach Hause kommen. Wir bringen dich hin. Morphe! Morphe in ein Raumschiff. Gut, sie fliegen ins All und bringen den Alien nach Hause. Da ist mein Zuhause. Aber der Wolf verfolgt sie. Fliegt er auf einem Raumhai? Sicher, aber er kommt näher. Ich danke dir so sehr fürs Nachhausebringen. Kein Problem. Und dann waren sie wieder bei Großmutter. Ah, Großmutter, wir bringen ihr den Korb. Ja, endlich. Sie bringen der Großmutter den Korb mit Essen. Hey, du bist nicht Großmutter, Wolf. Nein, das wisst ihr nicht. Der Wolf ist verkleidet. Wirklich, ich bin es, die Großmutter. Nein, dein Mund ist viel zu groß. Na schön, erwischt. Ich bin der Wolf und ich werde euch fressen. Aber in einem nahegelegenen Wald hörte ein mutiger Holzfäller den Wolf. Das klingt nach einem Wolf. Keine Sorge, ich regel das. Aufhören, du großer böser Wolf. Oh nein, es ist der mutige Holzfäller. Ich habe euch wohl gerettet. was ist das? Aha, ich glaube, der gehört Ihnen. Danke, schöner junger Mann. Haben Sie meine Enkelin gesehen? Mila? Mila! Na, das war eine gute Geschichte. Schau, Kinder, ein Delfin! Ein Ausflug zum Meer kann kaum besser werden. Morphe, Morphe in einen Bus, der unter Wasser fahren kann. Seht mal da drüben, ein Fischschwarm. Oh, und dort, Quallen. Und ein Wal. Und, oh, hallo, Fräulein. Nein, warten Sie. Ah, ein Hai. Wir müssen hier weg. Beweg dich um ihn herum, Morphe. Herrje, es ist gefährlich hier. Wir sollten umkehren. Oh nein, der Seeriese.
Wen nennst du hier einen Seeriesen, du kleiner, winziger Mann? Ich bin Neptun, König der Meere. Hi, Neptun. Wir machen einen Unterwasserausflug. Wir hatten viel Spaß, bis der Hai ankam. Ach, der Hai. Der ist nicht schlimm. Aber er ist jetzt weg. Ich werde euch helfen und mache euren Ausflug zum Besten, den ihr je hattet. Ist das sicher? Aber natürlich. Los! Okay, jetzt bin ich dran. Danke, Neptun. Das war der beste Ausflug der Welt. Ja, unvergesslich. Gern geschehen. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Tschüss! 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 Morphe! Morphe in einen Steinbock! Ah, Morphe! Morphe in einen Elefanten! Jetzt morphen einen Ankylosaurus. Ups, oh nein, das war unser einziger Ball, Morphe. Wir holen ihn uns wieder. Morphe, Morphe in ein Rennboot. Jemand hat mir diesen kleinen Stein an den Kopf geworfen. Das ist kein Stein. Das ist unser Baseball. Oh, das wart also ihr? Das tut uns echt leid. Es war nur ein Unfall. Wir haben nur Baseball gespielt. Baseball? Was ist das? Es ist ein Spiel. Wir zeigen es dir. Ha ha ha!
Lila, Moffel, Zoowärter Kenneth sagt, er könnte eure Hilfe im Zoo gebrauchen. Okay, Papi. Moffel, morphe in ein fliegendes Haus. Mila, Morphel, toll, ich brauche eure Hilfe. Wir entlassen all diese Tiere in die Wildnis. Das ist Teil unseres Wildtier-Wiederaufbauprogramms. Aber die Tiere passen nicht alle in mein Flugzeug. Kannst du und Morphel helfen, diesen Pinguin, das Kamel und den Affen nach Hause in die Wildnis zu bringen? Sicher! Toll! Kommt, wir fliegen alle mit Morphel, dem fliegenden Haus. Auf diesem Globus kannst du sehen, wo die Tiere leben. Und hier ist Futter für unterwegs. Bis später, Zoowärter Kenneth. Tschüss, Mila und Moffel. Wir bringen euch alle zu eurem neuen Zuhause. Zuerst bringen wir das Kamel in die Wüste. Die Wüste ist heiß und trocken. Das perfekte Zuhause für ein Kamel. Morphel, schau! Ein Drache! Ich glaube, er will mit uns kommen. Drache mag keine Wüste? Nein, er mag sein Zuhause nicht. Aber wir können ein neues Heim für ihn finden, oder, Morphel? Neues Heim für Drachen! Wir bringen diese Tiere zu ihrem neuen Heim in der Wildnis. Und wir finden auch ein neues Heim für dich, Drache. Zuerst fliegen wir zum Südpol. Aber die Reise wird lang. Darum lasst uns spielen gegen die Langeweile. Tschüss, Drache. Tschüss.
mich. Du bist ein Zaubertier. Es ist Zaubertieren egal, wo auf der Welt sie sind. Sie fühlen sich nicht wohl ohne ihren menschlichen Freund. Aber ich habe schon ein Zaubertier, Morphle. Und jeder Mensch kann nur ein Zaubertier haben. Aber ich weiß, wo wir einen menschlichen Freund für dich finden. Mami, ich möchte den hier.